Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Und das ist ein Klavier. Oh! Was denn auch? Ich habe ein paar Mal auf das Klavier getippt und dann sind hier X'e erschienen. Drück mal schnell hintereinander. Oh! Ja, wir spielen Desolate und wir sind auf irgendeiner Gruselinsel und müssen unser Überleben kämpfen. Ist so ein bisschen Survival-Horror, nenne ich das einfach mal. Und wir hauen hier mal ab. Wo waren die Schlüsselkarte? Na, ich hol sie schon. Es gibt hier immer so im Anfangsbereich Schlüssel. Ja, wir haben die Karte. Dann gehen wir jetzt quasi aus unserem Anfangsbereich in das Multiplayer-Spiel. Und ich glaube, die Viecher, die wir hier sehen im Ladebildschirm. Bitte? Die Viecher, die wir im Ladebildschirm sehen, die werden wir wohl auch bekämpfen müssen. Volunteer. According to my assistant, tell me that the door has been open. That means. Oh, es scheint, als ob wir nicht an derselben Stelle starten. Nee, nee, immer getrennt. Two-way communications are down. The island's comm station is not transmitting. You must determine what is wrong with it. The station is located in the Lighthouse of Hope. Well, I'm here, on Granichny. It's been 2 years since Day X. Our world has changed, become more dangerous, more foreign. And all because of that damn madman. I joined the volunteer ranks at the New Light conglomerate, wanting to help return our country and the world to the way they once were. Wanting to eliminate all of the horrible things which now filled our planet. The scum that Ognan had birthed into existence. Our ranks weren't just made up of volunteers, of course. They were prisoners, too. But I thought that was fair. This way, they could redeem themselves in the eyes of society, as they proved their usefulness to it. You might find this hard to believe, but Granichny is pure hell on Earth. That's where it all began. And that's where New Light plans to send it all back to the way it was. In briefing, they told us danger waited for us here, lurking around every corner. Mortal danger. And not just from the creatures that had overrun the island, but also from the illnesses, or so people called the paranormal afflictions. I didn't know much about these things, but I did know I had to stay on my guard. Ja, wir sind ja schon nah beieinander. Ich bin schon in die Straße runtergegangen. Ja, komm einfach mal in deine Richtung gelaufen. Genau. Doch ziemlich weit weg. Oh oh. Ach, scheiße, mich hat ein Viech gesehen, oder? Nicht. So, nicht wundern, ich habe deswegen schon so viele Sachen oder ein paar Sachen, weil wir schon ein paar Mal versucht haben, das Spiel aufzunehmen. Erst war man nämlich in so einem Bereich und haben immer auf dem öffentlichen Server gespielt. Da kamen immer irgendwelche nette Menschen, wollten uns helfen und haben uns quasi schon unsere Quests erfüllt. Das ist aber blöd, wenn die quasi die Quest, die hier hinten ist, erfüllen und wir sind gerade mal hier. Das ist nicht so richtig Zusammenspiel. Oh, Q ist so eine Schnelltaste. Da kannst du schnell deine Waffen wählen, wenn du Q gedrückt hältst. Oh, scheiße. Soll ich dir helfen? Ist ja quasi um die Ecke. Ah, da unten ist er. Hab ihn schon. Oh, hallo Heinrich. Hallo. Habe ich eine Mütze auf? Ja. Oh, scheiße. Ich habe aber auch eine Mütze aufgesetzt, einfach aus dem Grund, weil das so ein bisschen Schutz, glaube ich, gibt. Oh, da unten ist das Viech links. Wir müssen sowieso in die Richtung. Wir müssen hier weiter. Und wir versuchen erstmal, glaube ich, am Anfang ganz viel
an den Viechern vorbei. Sonst wird's sehr schwer. Man kann ja hier keine Leitern. Also es gibt hier Anomalien, es gibt hier Verrückte, die auf einen draufkloppen, es gibt hier komische Viecher. Ach. Geister gibt's auch. Wo bist denn du hingeklettert? Entschuldigung, ich war in dem roten Ding nochmal. Ah, da war ich schon drin. Das habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man in diesen Anomalien reingeht. Ich glaube, die machen Schaden. Ja, glaube ich auch. Ich hoffe, dass man da Tiere reinlocken kann. Das versuche ich aber irgendwann später. Das habe ich immer bei Stalker versucht. Oh, hier ist einer. Oh, da ist ein Viech. Ich weiß nicht, ob es dich gesehen hat. Noch bin ich verborgen. Okay. Ich sehe auch einen Verrückten da im Wald. Das heißt, wir gehen gleich links die Mauer lang. Aber warte, ich bin gerade im Eisenwaggon. Hier ist nämlich eine Kiste und ein Sack. Ja. Oh, sehr schön. Ah, das Vieh hat mich gesehen. Ich komme. Halt die Fresse und stirb da. Mach was Vernünftiges. Ey, ich habe keine Sachen gekriegt von dem Typen. Echt nicht? So ein Arschloch. Nee, vorhin ist mir vielleicht nicht sehen. Nee, das nehme ich auch gar nicht erst mit. Achtung, auf der anderen Seite rechts war auf jeden Fall ein Verrückter. Mhm. Und ich glaube, dieses minus 1, was war das denn, was da gerade neben... Hast du auch? Ich glaube, das ist, wenn du Angst hast oder so. Angst, ja, ich glaube, ich habe Angst. Das eine, was ich, was ihr seht, das ist zwischen Essen und Temperatur. Das ist so die Panikanzeige. Wir können hier Panik bekommen im Spiel. Ich habe aber keine Ahnung, was passiert, wenn wir voll in Panik sind. Ich will's auch gar nicht. Vielleicht verlieren wir ja die Kontrolle vom, von dem Charakter oder so. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur so, dass so Schläge und so weniger stark sind. Das wäre noch schlimmer. Scheiße, wo gehe ich denn hier lang? Das weiß ich nicht, ich laufe dir nur hinterher. Ist ja sehr hoch zum Runterspringen. Ah, hier wird's wieder flacher. Aber wir sind keine Viecher. Ich würde sagen, wir gehen wieder am Strand lang. Also wir hatten dieses erste Mission schon mal gespielt. Und ja, ist auch nicht so schlimm. Weiter haben wir auch nicht gespielt, also... Ja, und ihr guckt richtig. Ich habe es beim ersten Mal nicht erkannt, weil es dunkel war. Es sind alles tote Wale. Da laufen wir auch gleich näher dran vorbei. Müsste von der Höhe noch hingehen. Hui! Jo, ich lebe noch. Auch nur, weil ich gegen den Stein gesprungen bin. Warte mal, da unten ist irgendwie so ein Wagen. Ja, im Wald gegenüber ist was, ne? Ja, aber da ist nichts drauf. Okay. Wir können zum Strand. Ja, über dem Strand können wir zwar nichts einsammeln, aber... Wir kommen besser zum Ziel. Ah, hier ist wieder zu hoch. Wir müssen da runter. Wir sind besser geworden auf jeden Fall. Ja, ja, wenn du erstmal weißt, wie das Spiel so ein bisschen funktioniert. Mhm. Klar. Am Anfang war man hier komplett planlos, ey. Mit so einem Vieh waren wir schon überfordert, ganz ehrlich. Ja, und ich glaube, als wir am Leuchtturm ankamen, waren wir fast tot. Also wirklich fast tot. Ja, fast tot. Oh, yes. Was ich schade finde, man kann keine Türen öffnen in dem Spiel. Kannst ja nur durch Räume mal rein, die schon offen sind. Aber wir kommen auch deswegen gut zurecht, weil es hell ist. Ja. Was ich hier gut finde in diesem Spiel bei Desolate ist einfach schon mal die Dunkelheit. Also wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Nicht wie bei anderen Spielen, wie jetzt bei Witcher, wo auch in Tunneln oder so... Och nö. Was denn? Hast du mich gesehen? Das Viech hat mich gesehen. Ja, ich komme. Ein Dork. Oh. Level 2. Sehr schön.
Nee, was ich sagen wollte ist, bei The Witcher, da warst du manchmal in Bereichen, wo Jahrhunderte keiner war, aber es waren trotzdem Fackeln an. Bei Metro hast du halt so Leuchtepilze gehabt. Es wurde nie richtig dunkel. Hier hast du auch so ein paar Leuchteflecke auf der Insel, haben wir auch schon gesehen, aber es gibt Bereiche wirklich hier im Wald, da ist nichts, da ist wirklich dunkel. Und ich habe den Eindruck, dass wenn man ohne Fackel durch die, also ohne Taschenlampe leuchtet, dass sich die Augen so ein bisschen an die Dunkelheit gewöhnen. Also dass man dann so anfängt, so ein bisschen besser zu sehen. Wollen wir hier runterklettern? Wollen wir machen. Ja, aber es ist halt immer noch nicht, du siehst dann halt nur 2-3 Meter weit oder sag mal 5 Meter. Aber. Also es reicht dann, um sich orientieren zu können. Grob, ja. Da unten ist nämlich ein Lagerfeuer. Ah. Lagerfeuer sind meistens Bekloppte oder Verrückte, aber gibt auch immer Kisten. Manchmal sind die auch im Gebüsch und pinkeln oder so. Ich nehme die Kiste, du kriegst den Sack. Ich habe einen Apfel. Der Sack ist hier. Hier ist ein Sack. Ich wollte gleich schon mal ein bisschen Fleisch braten. Hm, das, genau. Dafür kann man die Lagerfeuer nicht benutzen. Ich habe kein Fleisch. Aber hier kann man Mahlzeiten zubereiten. Ah, ich habe noch hier leichter Imbiss, warmer Imbiss. Da braucht man eine Kartoffel und Konserven. Machen wir einfach mal. Die vollen ist wegwerfen. So. Und dafür brauchen wir Wasser. Wasser kriegen wir hier aber Gott sei Dank immer in Flaschen. Auch wenn wir schon am Wasserhahn sind. Aber das ist noch nicht so sauber. Dann machen wir ein leichtes Frühstück. Denn das Heilen ist hier im Multiplayer irgendwie schwerer als im Singleplayer. Stand aber, glaube ich, auch in der Infobeschreibung. Okay. Na gut. Also bevor wir das Spiel gestartet haben, dass man hier halt weniger besser heilt, also schlechter heilt. Darum muss man sich manchmal, um sein Trinken, sein Level da aufzufüllen, da mal so 10 Flaschen Wasser reinhauen. Ist man endlich vom... Oh. Das wieder ein Ich? Ah, hab mich schon gesehen. Einfach niedergeknippelt. Ah, diesmal hat er mich erwischt. Bin leicht verwundet. Ja, so ein bisschen verwundet bin ich auch schon. Ah, ich hoffe, es gibt später mal irgendwelche Safe-Bereiche, wo man auch mal ein bisschen heilen kann oder so. Man hat eine ganz leichte Selbstheilung. Ganz leicht, ja. Hm. Hier ist wieder ein Lager, aber ich sehe kein... Ah, Toaster. Was ist hier? Ein Rettungsring. Oh, hier war mal Wasser, jetzt ist hier Eis. Ich glaube, wir müssen rechts weiter, ne? Da war irgendwo der Weg. Mhm. Vor uns ist ein Feind. Wir hatten es schon gesehen, oder? Ja. Jo hat mich gesehen. Keine Chance. Nee. Wird brutal niedergeknüppelt. Achso, warte mal kurz. Ich würde ganz gerne meinen Punkt, den ich habe, teilen. Ja, das mache ich oben, wenn ich mal ein bisschen Ruhe habe im Leuchtturm. Ach, wir machen es auch noch schnell. Perks gibt's auch in dem Spiel. Also hier hat man es gesehen, wir, ich glaube, nee, es ist das Info, Forschungen, wollte ich hin. Da kann man mehr über die Viecher lernen, gegen die man kämpft. Die Verrückte, gibt auch hier Ränge. Wahrscheinlich lernt man dann die Schwachpunkte kennen. So, Perks ansehen. Was wichtig ist, oder was ich erstmal mache, ist Heilung, gesunder. Hier, 2, das wird... Es ist kein Müll. Ja. Man muss Gegenstände auseinandernehmen, um quasi Teile zu kriegen, womit man reparieren kann. Ich höre jemanden. Ja, der kommt auf dich zu. Er hat mich. Ah, lass ist los. Oh, scheiße, mein Stock ist alle. So ein Sackgesicht. Mein Stock ist kaputt, ich muss jetzt mit dem Messer kämpfen.
Ja. Ich habe jetzt mehrere Stöcke eigentlich, aber... Also wenn du einen machst... Warte mal. Dann schmeiß ich mal einen weg. Du sagst, du hast zu viele. Ja, da ich, ich wollte gerade das auseinandernehmen. Das auseinandernehmen kriegen wir hier Zahnräder, sage ich mal. Aber zum Reparieren eines Stock brauchst du schon 50 Stück. Da vorne ist wieder ein Viech, aber ich glaube, das ist so ein harmloses. Ja, harmlos ist es ja so auch nicht, weil es schreit. Ja, es läuft einfach und weg. Holt lassen wir es weglaufen. Größere. Lassen wir es weglaufen. Genau. Da am Schild ist mal so Leuchteschlotze. Aber sonst eher weniger. Ah, vor uns ist wieder ein Lagerfeuer. Und dann müssten wir, glaube ich, links abbiegen. Ja. Wollen wir uns den auch holen, den Typen? Können wir machen. Ich versuche mich abzuschleichen. Before the light. Da kriegt man ja einen Kill-Modus oder Punkte. I heard you. Der ist voll ins Lagerfeuer reingesprungen. Aua! Der hat mich mit einem Stein beworfen, der Blödi. Ja. Ja, nichts Tolles gekriegt hier. Hat er was Tolles dabei gehabt? Nö. Da oben ist der Leuchtturm. Da müssen wir hin. Bist du fertig mit Grillen? Ja. Was auf jeden Fall doof ist, dass die Gegner nach einer Zeit X wiederkommen. Das finde ich mal unschön, gerade bei Survival-Spielen, aber... Hat man bei The Forest ja auch immer gehabt. Ah, da ist auch einer vor uns. Ich glaube, den müssen wir auch erledigen, oder? Kann auch blocken, ich krieg das bloß nicht hin. Oh! Der hat einen Stein gehabt, dieser Arsch. Ja, die werfen auch mit Steinen. Der hat mich auch erwischt und hat Schaden gemacht. Ja, hast du ihn schon durchsucht? Hat er was Schönes? Ja. Ich versuche mich mal zu verbinden. So ein Sackgesicht. Ich habe einen Unterkiefer des Dor. Den erforsche ich mal. Was, du kannst ja forschen? Ja, manche Sachen, wenn du die da rechtsklick drauf machst, dann kannst du da auf erforschen. Cool. Oh, ich kann mir schon einen Wassersrucksack bauen. Cool. Hast du es gut? Das kann ich noch gar nicht. Das Schlimme ist, gleich im Leuchtturm ist ja auch einer. Ich schmeiß mal einen Stein rein. Der kommt nicht raus. Da war aber einer. Ich wette mit dir. 100 pro. Nee, hier ist keiner. Sind alle tot. Hä? Als ich das letzte Mal reingegangen bin, bin ich gleich gestorben. Ja. Okay. Destroyed. Who could have done this? I need to repair this somehow. I remember from my briefing on Grinichny that there was a movie theater somewhere around here. I bet I can find what I need there. Wollen wir trotzdem hier uns einmal... Ja, natürlich. Hier sind wertvolle Dinge, die wir zum Reparieren brauchen. Boah, ich gehe mal gleich weiter hoch.
Oh, die nächsten Regale kannst du wieder haben. Da müssen wir ein bisschen. Hier habe ich gerade durchsucht. Nicht, dass einer alles durchsucht. Ich glaube, ganz oben wurde ja nur geleuchtet, ne? Ich glaube. Ich habe einen Plan für einen Kräutertee noch erhalten. Cool. Ja, wenn wir wiederkommen, kannst du den Plan immer nehmen. Ah, hier sind auch irgendwelche Punkte markiert auf der... Das sind, glaube ich, die Lagerfeuer, oder? Warte mal, ich guck mal bei mir. Ah, wenn man da hochguckt, dann hat man wahrscheinlich dann die... Punkte. Eine Punkt ist ja, wo wir hin müssen. Nee. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich hab's nicht auf der Karte. Aber unten beim Lagerfeuer mache ich mir erstmal ganz viel Wasser. Auf jeden Fall. Aber da könnte doch mal jemand sein, dass da jemand kommt. Und da am Lagerfeuer ist ja immer einer rumgelaufen. Aber den haben wir doch gerade geknüppelt. Nee, das war ein anderer, glaube ich. Vielleicht hast du recht, ich sehe ja gerade keinen. Machen wir erstmal 10 Wasserflaschen. Eins. Und dann kann man Kleinigkeiten futtern. Zwei, ja, genau. Was sagt die Zeit? Joa, ist noch eine Zeit, genau. Okay. Ich will auch da ruhig ins Kino laufen. Okay. Ich hab's nur vergessen aufzupassen, wie viele Wasserflaschen ich mir schon geholt habe. Von diesen ganzen Wassergeräuschen könnte ich langsam pissen gehen, ey. So, ich hab dir hier noch einen Sack übrig gelassen. Dankeschön. Damit ich dir nicht alles wegmopse. Das ist sehr nett. So, jetzt müssen wir uns ganz viel Wasser herstellen. Ich glaube, im Anfangsbereich ist es bestimmt noch kein Problem, aber wenn man das verunreinigt trinkt, kann man bestimmt krank werden. Ich gehe davon einfach aus, weil sonst würden sie es ja nicht anbieten. Ist ja wie bei jedem Survival-Spiel. Ja. Oh, ich kann Kräutertee machen. Was bringt der Kräutertee? Vielleicht. Ich habe mir auch ein leichtes Dessert gemacht. Nett. So. Puppe auseinandernehmen, was ist das? Sonderpatron. Okay. Achso, da ist... Au. Nicht ins Feuer laufen. Okay. Oh, ich habe so einen lustigen Pilz gefunden. Oh, was ist das denn hier? Eine wilde Kartoffel. Und noch eine wilde Kartoffel. Cool. Ist hier noch was? Ich komme gleich wieder zum Lagerfeuer. Ich habe Wein. Da steigt die Temperatur, ja. Hast du Wein selber hergestellt? Nee, gefunden. Wodka, Apfelsaft. Oh, den Apfelsaft haue ich mir mal gleich mal rein. Yum, yum, yum. Dazu noch. Wir haben es jetzt abends, ne? Ja. War mal Imbiss.
Haben wir kein Abendessen gemacht? Frühstück, einfaches Mittagessen. Dann esse ich halt Mittag. Zack. Hier einmal unten leuchten. Ich habe immer noch Hunger. So ein Sackgesicht. Dann esse ich noch das einfache Dessert. So. Oliver? Warte, eine Flasche trinken noch. So. Okay. Können wir. Gut, würde ich sagen, gehen wir hier diesen Weg runter. Dann sind wir einmal so im Kreis gelaufen. Genau, dieser Tag-Nacht-Wechsel ist auch echt schnell, du. Ja. Achtung, Anomalie. Vor dem gehängten Mann. Der gehängte Mann sieht nicht scheiße aus, der hat nur einen Sack über dem Kopf. Ich dachte immer, das Gesicht ist oder Kopf ist scheiße animiert, aber es soll ein Sack über dem Kopf sein. Du hast schon so einen einfachen Rucksack. Ich glaube, da fehlt mir noch Haut oder so. Dann nimmst du dir jetzt die nächsten Viecher, die wir töten, einfach auseinander. Versuch's mal mit Licht aus. Warte mal. Naja, gut. Es ist... Man kann was sehen. Ja, aber wir sind ja gerade, haben auch einen Mond hinter uns, ne? Ja, ja. Ich glaube, im Wald ist der weniger aktiv, der Mond. Oder man sieht ihn schlechter. Oh fuck. Da ist schon das nächste. Gehen wir mal weiter. Das Doofe ist nur, bei solchen Spielenaufnahmen, die dunkel sind, die Leute, die zugucken, die sehen es noch dunkler. Darum mache ich mal wieder Licht an. Oh, hier ist einer. Renn mal weg, du. Au. Ups. Na, das abhauen. Bis der Verstärkung holt. Oh, ein Lagerfeuer. Diese Holzfässer kann man irgendwie durchsuchen, wenn da nichts drin ist. Oh, 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 oh. Oh. Ach, da haben sie nicht gecheckt? Okay, dann gehen wir einfach. Ey, der hat schon geleuchtet, den habe ich auch nicht gesehen. Genau, da wollen wir hin. Hier sind auf jeden Fall Leute gewesen. Warte mal, hier ist eine Blitzanomalie. Oh, hier sind mehrere Blitzanomalien. Scheiße. Dein brennt irgendwas. Es ist ein Irrer. Hat mich gesehen, hat eine Fackel, der Wichser. Alter! Fackelmann! Hast du ihn durchsucht? Nee, nicht. Oh, noch einer! Warte mal, der hat Gewebe, glaube ich, dabei gehabt. Kann ich mir jetzt einen Basisrucksack machen? Wo ging das? Wo konnte man Rucksack? Ach, da.
Basisrucksack erstellen. Mal ein bisschen Heilung reingeworfen. Okay, cool. Meine Hoffnung war, dass der da reinläuft. Ich bin ja irgendwo mit der komischen Eierchen, oder was ist das hier? Oh, was ist das denn? Eine Axt? Who is it? Da ist mein Opa, glaube ich. Ich komme zu dir, Heinrich. Ja, ich kämpfe ja schon. Doof. Hallo. Ich habe ja schon einen Teil eingesammelt. Einen müssen wir noch finden, eine Sache. Soll über mir schweben. Ja, es ist wahrscheinlich einfach nur der Bereich gekennzeichnet. This will do. Ah, habe ich. Now, to get back to the lighthouse and repair. Ah, hier ist so eine Erkennungsmarke. Warte, ich komme. Die brauchen wir ja auch irgendwie. Jupp, die habe ich auch. Ja, schön. Alles durchsucht. Jo. Oh, ich habe Stahl. Zigaretten habe ich auch. Mach mal Licht an, das ist viel gleich viel. Kinder fangt nicht zu rauchen an, das ist ein Böse. Stimmt, ich bin ja auch ein bisschen unter Stress. Habe ich eine Zigarette? Aber ich kann dir, wenn auch eine geben. Nö, nö. Hab mir ein bisschen Zeug kaputt aussortiert. Okay. Ja, von mir aus können wir weiter. Jo. Müssen ja eigentlich nur zurück. Eigentlich schon. Na, wir müssen irgendwie mal versuchen, dass wir die in Anomalien rein. Ah, ich höre schon wieder ein. Ich mache Licht aus. Ah, du hast ihn schon. Hinter dir! Arschloch. Echt, ey. Dann habe ich auseinandergenommen, oder? Sehr schön. Ich bin erkrankt. Dann müssen wir mal gleich Heilsalbe oder so einen Scheiß nehmen. Ich habe nichts gemacht. Oh Gott, Licht aus. Und weiter nach links. Ich habe bis jetzt noch nie mit so einem großen Viech gekämpft und das finde ich auch gar nicht. Ja, schlimm. Ich auch nicht. Muss das auch unbedingt. Die anderen sind schon nervig. Aber die sind handelbar. Ja, die kennt man halt, ne? Das
doch so eine Feuerkugel im Himmel, ne? Da übers Richtung Lagerfeuer? Nordwesten? Siehst du diese rote Kugel? Ach da, ja. Was immer das ist. Erstmal reparieren wir den Leuchtturm. Ja, klar. Nichts anderes. Oh, Vorsicht, da vorne ist wieder ein Dork. Sehe ihn nicht, aber. Okay. Schließ mal mit auf hier. Bin bei dir. Sehr schön. Schönen Rucksack hast du da. Dankeschön. Hast du auch so einen schönen Rucksack? Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Oh ja, du hast auch einen sehr schönen Rucksack. Faszinierend. Das ist ja toll, dass wir beide so einen schönen Rucksack haben. Mach mal Licht aus, nicht, dass da... Da ist mir schon wieder einer. Alter, können ja vorbei. Ja. Aber ob jetzt da wieder Loot ist, müssen wir auch gleich mal im Leuchtturm checken. Ja, warte mal ganz kurz, ich will mal meine Waffe wechseln. Weil der Stock ist schon wieder fast im Arsch. Oh, guter Tipp. Meiner auch. Weil ich weiß nicht, ob da uns jetzt jemand erwartet im Leuchtturm. Gucken wir mal. Es ist Zeit für meine Axt. Ich hab ein Rohr. Oh, da vorne sind Kräuter. Na gut, dann sammel du die. Ja, wir werden erwartet. Vielleicht geht er ja auch weg. Hä? Du hast ja reinmarschiert? Nee, der geht da hinten lang. Wollen wir den erledigen? Nee, drin ist auch einer. Jetzt ist er nicht mehr da. Okay. Wo ist der andere hin? Der ist ja lang gelaufen. Den Weg runter. Die Karotten sind auch schon wieder, die habe ich auch erst eingesammelt. Hä? Weil die spawnen recht häufig hier, die Sachen. Lass uns erstmal reingehen. So, reparieren. So, macht er gerade. Watcher, this is Volunteer. Come in. I repeat, Watcher, this is Volunteer. I've repaired the station. Do you read me? What the hell? Station's running. Why won't he answer? I can see wires coming out of the top of the station. The transmitter might be disconnected. If so, I should reconnect it. Okay. Gehen wir mal hoch. Genau. Hier gibt's ja wieder tolle Sachen. Hier ist übrigens noch eine Reliquie in der Ecke. Die hatte ich letztes Mal schon genommen. Okay. Mal gucken, ob da auch wieder ein Plan ist für Früchtetee. Hier ist auch wieder ein altes Schloss. Ja, nimm. Kann man jetzt kannst du ja kaputt machen. So auseinandernehmen. Ja, ja. Nee, ist nicht da. Aber Zigaretten sind hier und Kekse sind für dich da. Nee, die Kekse hatte ich letztes Mal, die kannst du jetzt haben. So, okay. So, benutzen wir mal den Schalter. Volunteer, can you read me? I'm getting a signal. Copy that, I read you. Good work. Now the island has two-way communication with the continent. Yeah. I've been meaning to ask you about the creature on the elevator. What are you talking about? When the doors were open, I saw something
blindingly bright behind them. I stepped forward and a few seconds later, I was on the surface. What happened? I've heard from my colleagues that the first time people come to the island, they experience a kind of acclimation. In rare cases, it causes hallucinations and gaps in the memory. It's obviously been a bit rougher on you than on most. You need to rest. Your next mission will take you someplace where you can do just that. Okay. Okay. Warte mal. HD is a dangerous place, as you know. But even on this island, there are some places that are relatively safe. One of those places is Oasis. Head over and, well, introduce yourself. Let you in if you have a certain token. The kind that the train system used to accept. Back when it was operational. So where do I find this token? At the Spark train station. It's in Sector C7. Go get it! Gut, das ist auch die Mission, die wir letztes Mal hätten machen müssen. Hier gab es noch irgendwo eine geheime Kiste. Können wir die jetzt öffnen? Geheim, geheim. Gesperrt, Sperre 2. Nö, ich habe keine Sperre 2. Gut, ich würde sagen, dann machen wir mal einen Break. Nächstes Mal geht's ab in die Oase. Jo. Aber vorher machen wir doch mal Essen, Trinken und so, ne? Jo. Und ja, wenn euch das hier gefallen hat, Desolate, oder sagen wir mal so, wie ist denn dein Eindruck so bisher, Mathilde? Also, ich finde es ganz cool. Ich habe mich auch durchaus schon das ein oder andere Mal erschreckt, wenn jetzt auch nicht gerade in dieser Aufnahme, aber erschreckt habe ich mich auch schon. Ich bin mal gespannt, wie es noch weitergeht. Wir haben ja auch in unseren ersten Versuchen nicht wirklich weitergespielt als jetzt. Also von daher ist das, was jetzt kommt, für uns auch neu. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Ich freue mich drauf, das weiterzuspielen. Also mir macht es bis jetzt Spaß. Ja, also es macht einen soliden Eindruck. Die Kämpfe, weiß ich nicht, könnten noch ein bisschen besser sein. Ich finde die so... was mich bisher stört, also die Kämpfe finde ich mittelmäßig. Bisher, vielleicht werden die noch anspruchsvoller oder... Ich hab manchmal nicht das Gefühl, ich weiß nicht, wann er mich trifft und wie ich da noch gegen angehen kann. Ab und zu blocke ich, krieg aber trotzdem, glaube ich, Schaden. Vielleicht sind meine Blocks nicht so gut, ich weiß es nicht, muss ich mal gucken. Was mich bisher stört am Spiel ist, dass das Heilen im Koop-Modus nicht so gut ist. Nicht so richtig funktioniert oder du mehr Heilung brauchst als im Singleplayer-Spiel. Stand ja dran. Und generell, wir verbrauchen zu viel Essen und zu viel Trinken irgendwie. Das hätte man tatsächlich zu Beginn des Spiels einstellen können. Hätte man, ja? Hätte man, ja. Aber ich finde, wir sind eigentlich geübte Survival-Game-Spieler. Da können wir auch ein bisschen erhöhte Schwierigkeit durch. Naja, das mit der Schwierigkeit ist ja nicht schlimm. Mich nervt es nur, wenn man eine Wasseranzeige auf Null ist, brauche ich 10 Flaschen, um das wieder hinzukriegen. Es hätten auch 1-2 gereicht, das meine ich. Aber naja. Gut, aber ansonsten würde ich auch gerne weiterspielen. Und wenn es euch auch interessiert, dann lasst uns doch einfach mal einen Kommentar oder Like da. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei Desolate. Oh, da ist schon wieder einer. Tschüssi. Tschüss. Hallo, ich bin der Heinrich. Und das war der Verrückte. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.